Wir freuen uns jetzt, liebes närrisches Publikum, auf zwei schwäbische Straßenkehrer. Und da, wo die heute schaffet, da wird sehr viel Müll produziert, nämlich vor dem Landtag von Baden-Württemberg. Gell, Herr Strobel, Sie können mir das bestätigen. Und jetzt sage ich einfach, ein Marsch für unsere zwei Straßenkehrer vom Landtag. Oh, du, weißt du was? Morgen ist auch noch ein Tag, wo man nichts tun kann. Hey, Mann, jetzt kommen wir noch hinter die Hecke, scheiß rauf, ihr etwas brauchen. Glaubst du, die regen mich sowieso auf. Die Hecke scheißen lässt sturgen. Solltest du nicht glauben. Der Bärhof macht sie unterirdisch und der Landtag Licht durchflutet. Glaubst du, und das für 52 Millionen. Kann ich mich jetzt verreisen? Glaubst du? Wie viel Nuller sind das? 138. Wir. 52 Millionen sind 138 Nuller. Depp, hä? Im Landtag hocken 138 Abgeordnete. Mensch, ins Kindi. Und wieso baut man den Landtag jetzt um? Weil an die Selle schon lange kein Licht reingekommen ist. Die sind quasi unterbelichtet. Geschwader, die haben schon einen Vitamin-D-Mangel. Vitamin-D? Freile. Für was braucht man das? Für die Gehirnfunktionsfähigkeit. Die sind ja quasi schon ausgetrocknet. Ah. Ja. Hanno, noch kennt man ja quasi sah. Das sind keine Abgeordnete, sondern Ausgetrocknete. So sieht's aus. Ah, ja. Du, aber für das, dass die jetzt auf einmal ein Licht brauchen beim Schaffen, das hätte unser Landesvater auch billiger hochgehen, oder? Ich glaub, du... Hätte er die Abgeordnete vor den Landtag gesetzt, dann wären dir genug Licht gekommen. Ich glaub, du hast keine, du hast Wutz keine Ahnung von Politik. Noch wären doch die 52 Millionen übrig gewesen. Aber die hätten wir halt auch noch mit dem Bärhäfli vergraben. Aber die wären nicht mehr ins Gewicht gefallen. Sag mal, wieso kommst du erst jetzt? Bist du heute schon wieder verschlafen? Wieso? Ist schon etwas Besonderes los gewesen? Neu. Aber man fängt doch her, wenn es Zeit ist. Wow. Ich hau denkt, wenn wir jetzt um den Landtag rum schaffen, noch mach ich's wie diese Abgeordnete. Du, die hören auf, wenn es Zeit ist. Und die fangen an, wenn sie da sind. Ja, ja, so sieht's aber aus. Wir sind keine Abgeordnete. Wir müssen bloß dann ihren Müll aufräumen. Oh, du? Was? Du, pass einmal auf, gib mir das Ding. Wenn ich die so den Sack aufheben sehe, da fällt mir das wieder auf. Was? So hat man früher mit den dummen Elfentritschler gefangen. Hä? Ja, so hat man Elfentritschler gefangen. Der dumme, der hat müssen den Sack aufheben und hat eben schreien müssen, Chidi-hu! 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 Und der Gescheite neben der hat Laternen gehebt. Was um Himmels Willen sind Elfentritschler? Ah, das hat der Dumme auch ewig gefragt. Ja, komm. Du, übrigens, ich hau mir das jetzt lange überlegt, wie wir um den Landtag rum noch schneller aufräumen könnten. Ja, wie? Das müsste funktionieren, pass auf, guck. Ja, also. Jetzt lauf einmal du vorne. Bloß vorne laufen, lauf einmal vorne. Laufen weiter. Das geht! Geh zurück! Lauf zurück! Lass mich gehen! Das geht! Jetzt pass auf! Jetzt nehmen wir mal geht's da hin! Lauf einmal schräg vor! Jetzt muss schräg vor! Weiter! Ja, das geht! Das funktioniert! Ich bin der Gescheiteste von alle! Das funktioniert! Mach pass weiter. Auf! Jetzt guck, wenn wir. So, jetzt lauf gerade! Hey, Mann, wo ist das? Hä?
Weißt du, das ist ja ein Sockerstrickzeug. Das waren die Grünen vor Jahren aus dem Landtag rausgeschmissen haben. Ja, wie jetzt denn jeder mal meine Stricker, die faule Sieher? Was schaffen die noch? Du hast keine Wut, keine Ahnung von Politik. Der Socker ist wertlos, der hat die falsche Farbe. Ja, jetzt hat man alles aus dem Landtag rausgehört, was die falsche Farbe hat, oder was? Das Ding raus, glaubst du? Ja, Freile, du warst hier. Ja, du weil ist das etwas Wertvolles? Das ist ein Rotz, sag doch. Was ob du? Das wertvoll ist, kommt drauf an, wer seinen Zinker neiputzt hat. Also du, dieses Sacktuch, das sieht mir ganz nach unserem Landesvater aus. Weißt du, ein großes Taschentuch bedarf auch eines grausen Zinkens. Du, ne, weißt du, da wird er einmal wieder neu heilen, wenn seine Nachtschattengewächse im Landtag Fliegel hinget. Der Landesvater heilt doch hinter, Kerli. Dem stellt's höchstens Tor. Du? Was? Was ist eigentlich aus dem Landesvater sei Friseur von Beruf? Was weiß ich? Der heilen dir da hin. Lass mich gucken, lupf mich auf, ich will sehen, was dir denn. Wie, was soll die ich? Die haben alle Kinder und was lupf soll, was soll, wie, wie's, was soll ich? Komm, nein, lupf doch da oben sehen. Du bist doch deppert. Ja, wie soll ich noch aber sehen? Ich kann die nicht lupfen, da krieg ich einen Prolapsus. Was kriegst du? Prolapsus, Bandscheibenvorfall. Aber das ist mir schon klar, von Fremdwörtern hast du Wutz keine Ahnung. Ja, aber du außer Schwäbisch kennst du gar nichts. Ja, du bist doch ein Depp sei Sockerhalter. Was bin ich? Was bin ich? Grauser Gosch hab Muskeln wie Spatz Krempfordern. Ja, wie? Lupf mir jetzt auf, sonst ist jetzt. Wie soll es denn auch? Ich komm ja gar nicht rum. Was komm ich rum? So lange Arm hau ich jeder. Außerdem, wenn Stefan da oben raschlägt, dann drückt es mich im Boden ein. Heimat, dann spring halt auf die Seite, wenn ich ins Fallen komme. Aber so schnell komme ich nicht auf die Seite, bei der Schwerkraft, die da frei sitzt. Hey Junge, spielst du jetzt schon wieder auf mein Gewicht? Nein, um Gottes Willen. Wird schon gut sein, ich bin nämlich voll in meinem BMI. Guck, keine Wutz, guck, der seid's auch. Sieht, keine Ahnung von Fremdwörtern, das heißt BMW, heißt das. Depp, BMW ist ein Auto. Ja, seit wann noch, hä? Also, ja. BMI heißt Body Mass Index. Hä? Und das wird errechnet aus der Körpergröße, geteilt aufs Gewicht im Quadrat. Und da bin ich voll im Normalbereich. Ich sag dir, alles im Quadrat gerechnet, bist du im Bereich vom Speiskiebel. Ich kann doch eh nichts dafür, dass ich jetzt kurz bin. Verwartet. Ja, was hast du da jetzt? Ja, das hat mir gerade noch gefällt. Guck mal, ein schwarzer Sack. Ja, das. Ja, man darf den entsorgen. Die schwarze Sack kommen zu den Altlasten. Die werden vor dem Landtag vergraben. Hey, Matt, darf ich wieder mal. Ja, guck mal, weißt du? Weißt du? Ein roter Schneck. Du, dir gibt's massenhaft im Landtag. Heimat, jetzt hast du mit dem Lippa noch einen Guschner gekriegt. Klapp fast doch auf. Was Heimat, denn? Noch muss man den auch noch zahlen. Du, jetzt wird doch die Schnitt da hinten im Landtag in die Grünpflanzen fressen von den Grünen, oder? Ach, warte, die fressen gar nichts. Die Grünpflanzen hat der Ötzte mir schon lange mit heimgenommen. Weißt du, weil die haben ja kein Licht mehr gekriegt am Landtag. Jetzt hat der Däne daheim auf dem Balkon Asyl gewährt. Jetzt muss er es halt noch kräftig gießen, weißt du, mit Eiswasser, dass sie jetzt noch vertrocknet. Ja, Freile, aber da brauchst du keine Angst haben. Wenn die Blätter beim Ötzte mir auf dem Balkon trocken werden, dann kann es wenigstens noch rauchen. Ja, sag einmal, du wirst nicht die Grünpflanzer vom Landtag rauchen. Ja, aber ich muss, ich will verschissene Hosen, wie trotzdem du mir. Nein, ich rauche meine Heilblumen. Die tun mir besser gut. Oh, du, übrigens,
Wir müssen jetzt nur in die katholische Kirche umkommen. Die haben auch einen Haufen Dreck vor der Tür. Oh, das können wir nicht alles der Papst aufräumen lassen. Ja, ich hau denk, du wieder in die Kirche um zum Beichten. Das überlasse ich dann immer meine Sünderhand wie mir. Ja, genau, aber Achtung, gell? Spitz, pass auf. Beichten und et Biesen ist wie laden und et Schießen. So wie die da hinten aussehen, haben die das Pulver schon lang verschossen. Da darf der Schauer mal den Papst hinten schicken. Der tät es durch, verstehst du? Und dann musst du bloß noch jedem eine Zwiebel in den Gosch drücken, dann ist der Ochsenmullsalat schon fertig. So sieht's aus. Aber weißt du, das ist recht. Guck, die saufen wie Kreuselbomben da hinten. Ja, heilige Gott. Das ist eine gnadenlose Sauerei, ja, ist das. Freilich. Ja, du weißt, was eine Sauerei ist? Sag ich doch. Im Tannenwald beim Joggen, da bin ich auch verschrocken. Ich bin da gerade am Sauergewehr, da hau ich Sauer sehr. Ich denk nur jetzt, guck, bei denen geht's ein Stück. Das sind wilde Sauer, drum kennen die so Sauer. Ich denk auch, heute, nein, ist das eine Sauerei. Die Sauer vor mir rum, zumal dreht der wilde Keiler rum. Und guckt ziemlich nass aus seiner Borstenwäsche. Der fletscht mit seinen Hauer, mir wird's im Magen flauer. Ich denk, jetzt kommt's drauf an, wer am schnellsten sauer kann. Der Keiler guckt zu mir rum und ich guck dumm zum Keiler rum. Ich sau los, grad wie die Sau, doch der Keiler sauert auch. Aus Rettung von der Schweinepest erscheint ein Baum mit Kletterest. Ich klettere auf den Baum, jetzt guckt der Keiler dumm. Ich guck nach, brauchst nicht so gucken, heut bleibt dein Riesel drucken. Jetzt bin ich besser dran, weil ich halt besser klettern kann. Und die Moral von der Geschichte, Sauereien helfen nicht. Wer aufwärts schaut, mit Gott vertraue, den kann kein wilder Sau umsauen. Rundelsheim, hello! Unsere Straßenkehrer vom Landtag, Hillus Herzdopfen. Ich darf Ihnen vorstellen, Hillus Stoll und Franz Auber. Dankeschön. Ein herzliches Dankeschön an euch beide und ein dreifacher Donner des Gundelsheim. Hello! Gundelsheim. Hello! Gundelsheim. Hello! Dankeschön und nehmt euren Dreck mit heim hier, gell? Ist ja gut, mitnehmen. Jetzt mozzert Hecker schießen. Glaubst du es auch? Ja, du doch, da hinten auch noch.